Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ja, eine ungewöhnliche Zeit, die Corona-Pandemie, ungewöhnliche Formen von Veranstaltungen. Ich erinnere mich noch, wir waren in den Saal zur Kommunalwahl im letzten Jahr. Die Landratskandidaten haben sich hier vorgestellt. Der Saal war mit 120 bis 130 Personen besetzt. Jetzt unvorstellbar. Wir haben heute in diesem Raum 20 Personen, damit alle Abstände ordentlich eingehalten werden können. Aber natürlich darf eins nichts fehlen. Die Zuschauer zu Hause und die Zuschauer zu Hause können es über einen Livestream jetzt verfolgen oder im Nachgang den Livestream auch ansehen. Herzlich willkommen. Ja, unser Wahlspiel war schon mal hier, jetzt in einer anderen Form. Wir werden heute quasi dieses Wahlspiel einsetzen, eine andere Form der Podiumsdiskussion und eine Form der Podiumsdiskussion, wo auch ein bisschen Zufall, das Würfelglück entscheidet, welche Frage, welcher Kandidat. Heute können wir Kandidatinnen quasi weglassen, so traurig das ist, werden nachher natürlich auch was sagen, wieso die Kandidatin nicht dabei ist. Aber es sind vier Kandidaten mit dabei, sie werden nachher würfeln. Das Würfelglück wird entscheiden, welche Frage auf sie zukommt und somit ist nichts gesteuert, sondern den Zufall überlassen. Dort liegen auch die Fragen parat. Nach Stapeln von oben werden sie herabgenommen und somit entscheidet nicht, wer welche Frage bekommt, ein Moderator, sondern das Würfelglück. Ja, der DGB ist nicht unparteiisch. Es sind Bundestagswahlen, aber der DGB ist unparteiisch, aber er ist natürlich nicht unpolitisch. Und deswegen laden wir zu solchen Formen ein. Wir wollen natürlich wissen, welche Positionen die Parteien vertreten, die uns als Gewerkschaften wichtig sind. Und wen laden wir dazu immer ein? Wir laden die Parteien ein, die im Bundestag oder Landtag vertreten sind, bei Landtagswahlen zum Beispiel. Heute geht es um die Bundestagswahlen. Wir haben die Parteien eingeladen, die im Bundestag vertreten sind. Dazu gehört natürlich die FDP. Die FDP-Kandidatin hat sich leider entschuldigen müssen für heute Vormittag. Sie hat sich vor 4 Wochen schon mitgeteilt, dass sie den Termin nicht halten kann. Sie war natürlich eingeladen. Ja, kann man schon Publikumsfragen, die können sich einmelden. Das steht auf dem nächsten. Sie dürfen ein bisschen Geduld haben, dann werden auch Fragen immer gelöst. Die AfD, gibt es einen Bundesbeschluss vom Bundeskongress. Wer Hand in Hand mit Rechtsradikalen demonstriert, hat auf unserem Podium nichts zu suchen, Kolleginnen und Kollegen. Und wir laden ein. Und wir dürfen auch entscheiden, mit wem wir diskutieren. Das gehört nämlich auch zu einer Demokratie. Und im Besonderen, wenn Parteien nicht mit den Werten der Gewerkschaften vereinbar sind. Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, deswegen schaut das Podium so aus, wie es heute aussieht. Und mich freut es, dass vier Herren den Weg zu uns gefunden haben und der Einladung gefolgt sind. Ich begrüße ganz besonders alle natürlich, der Reihenfolge, Erich Ilsdorfer, herzlich willkommen, Bundestagsabgeordneter mit in Wirkung im Ausschuss für Gesundheit, herzlich willkommen. Ja, gleich geht's weiter. Daneben schließt an Andreas Meldretter. Er ist Kreisvorsitzender der SPD. Herzlich willkommen. Ja, einen dritten Bürgermeister für die Grünen vertritt Leon Eckert, die Grünen hier. Schön, dass Sie da sind. Vorsitzender der Linken in Freising, Niklas Grassi. Herzlich willkommen. Ja, die Vorreden sollen heute nicht den Schwerpunkt bekommen, sondern die Fragen sollen aufmerksam machen auf die Kandidaten, aber es gibt natürlich Spielregeln für dieses Wahlspiel, die möchte ich auch noch erläutern, bevor die Moderation der Kreisvorsitzende von Pfaffenhofen, Roland Dörfler, mit übernimmt. Wir haben 12 Themenfelder, die das Feld quasi schmücken. Das ist das Thema Arbeit, das ist das Thema Wohnen, Infrastruktur, Soziales, Gesundheit, Rente, Mitbestimmung, Umwelt, Verteilung, Europa, Transformation und Tarifvertrag. Alles wichtige Themen, was uns begleiten. Ja, man würfelt, kommt auf ein Feld. Wenn man auf ein Themenfeld kommt, ist es eigentlich ganz einfach. Dann gibt es eine Frage, die ist zu beantworten. Der Kandidat würfelt, bewegt sein
sein Hütchen und kommt dann ans Rednerpult und hat 2 Minuten Zeit, für diese Frage zu beantworten. Die Herrschaften, Damen und Herren im Livestream sehen dann eine Uhr, die runterläuft. Wir im Studio sehen ein Licht, das anzeigt, wann die Redezeit zu Ende geht. Ist die Lampe grün, kann man noch genug reden, wird die Lampe gelb, dann sind es die letzten 20 Sekunden. Wird die Lampe rot, dann ist es Schluss und man sollte wirklich dann auch zum Schluss kommen. Ja, es gibt 2 Fragezeichenfelder, die unser Spielfeld schmücken. Bei diesen Fragezeichenfeldern gibt es Fragen aus dem Bereich der Gewerkschaften. Wir werden einfach mal ein bisschen abfragen, wie ist die Gewerkschaftskunde bei unseren Kandidaten. Wir haben 4 Publikumsfelder. Das Publikumsfeld kann natürlich das Publikum aus dem Saal Fragen stellen. Es sind im Netz schon Fragen an die E-Mail-Adresse eingegangen und jeder kann noch Fragen per E-Mail schicken. Die Fragen werden dann auch mit in die Veranstaltung eingebaut. Ich sage auch mal die E-Mail-Adresse, sie wird auch unten eingeblendet, oberbayern.dgb.de. Die Fragen laufen dann bei uns im Studio ein. Es gibt ein Startfeld. Beim Startfeld, was kann man da bekommen? Wenn man es überrundet, bekommt man was? Eine Vetokarte. Sie haben alle eine Vetokarte jetzt schon. Diese Vetokarte kann man dann einsetzen, wenn man mit der Antwort des Vorigen nicht zufrieden ist. Die Karte ist aber dann weg. Die muss dann beim Moderator abgegeben werden. Man kann dann über Start, wenn man kommt, eine zweite ergattern. Aber man sollte natürlich diese Karte sehr sinnvoll einsetzen. Und wenn man mal wirklich nicht zufrieden ist, dann sollte das Veto gezogen werden. Wir haben ein Eckfeld, Gewerkschaften und ich. Da sind Sie frei, was Sie sagen, was Ihnen einfällt. Gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen mit den Gewerkschaften. Vielleicht heute gute, weil Sie sind bei den Gewerkschaften, aber das ist natürlich Ihnen überlassen. Ja, ich schaue nochmal auf meine Spielregeln. Habe ich den einen Punkt vergessen? Nein, ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Ja, eine Veranstaltung heute, es lädt ein der DGB-Kreisverband Pfaffenhofen, der Roland Dörfler wird auch die Moderation übernehmen, auch der Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen, der Schrobenhausener Teil gehört zu diesem schönen Wahlkreis mit dazu, ist heute vor Ort, da werden wir zum Schlusswort nochmal einen Vertreter hören, der nochmal die Veranstaltung ein wenig zusammenfasst, deswegen lass die Spiele beginnen, lieber Roland, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Christian, auch von meiner Seite auch noch ein herzliches Grüß Gott ans Publikum, das Publikum vor dem Livestream und natürlich die Kandidaten im Saal. Und wir haben natürlich ein politisches Schwergewicht im wahrsten Sinne des Wortes hier auch anwesend und der Erich darf auch beginnen zum Würfeln. Lieber Erich, ich darf dich bitten. Jo, der Erich bewegt sein Hütchen und hat die 1. Und das sind Fragen aus dem Publikum, da hätten wir jetzt schon mal eine Frage aus dem Publikum oder ist vom Netz schon was eingegangen? Nimm das Publikum. Muss ich Maske oder? Na, ohne Maske, komm mal. Ja, ich habe eine Frage, wie Ihre Partei und Sie persönlich auch zu der Problematik mit dem Gewerkschaftsbashing stehen. Gewerkschaftsbashing kommt aus den USA, der Begriff, und von dem Union Busting und ist leider in Deutschland immer mehr verbreitet. Das heißt, Verhinderung der Betriebsratswahlen, wenn es um Neuwahlen in irgendwelchen Betrieben geht. Das heißt, Behinderung von Gewerkschaftsbesuchen, dass die Gewerkschafter nicht in die Betriebe reingelassen werden, obwohl es da ein gesetzliches Recht gibt. Wie sehen Sie das hier für Bayern, für Ihren Wahlkreis und Ihre persönliche Einstellung dazu? Danke. Ja, danke schön. Zuerst einmal einen schönen guten Morgen. Lieber Roland, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir in dieser Runde hier beieinander sind und natürlich diese Frage für mich, das ist natürlich als ehemaliger Personalrat, wo ich in Freising bei der AOK Bayern 2 Perioden lang als Personalrat gewirkt habe, ist natürlich meine Einstellung klar. Ich glaube, es ist notwendig und dass natürlich Beschäftigte hier auch das Recht ziehen können, sich gewerkschaftlich vertreten zu lassen und das hat natürlich alles seine Berechtigung und ich muss aber auch
auch sagen, dass in meinem Wahlkreis in diesen drei Landkreisen in den 8 Jahren, wo ich jetzt im Deutschen Bundestag bin, mir kein einziger Fall von irgendeiner Firma bekannt geworden ist, wo man gesagt hat, wir möchten hier Gewerkschaften ausgrenzen oder wir möchten hier nicht ins Gespräch kommen. Das war bisher nicht der Fall. Ich habe natürlich zu den Gewerkschaften immer einen engen Kontakt, natürlich auch in meiner Funktion als pflegepolitischer Sprecher meiner Partei. Und ich glaube, am besten sind natürlich immer die Beispiele, wo es Taten gibt. Worte, naja, da weiß man nicht genau, wie das Ganze läuft, aber die Wahrheit liegt in der Tat. Und was wir jetzt gerade hier verabschiedet haben im Deutschen Bundestag, wo wir die tarifliche Bindung für Altenpflege, für diese ganzen Pflegeeinheiten hier beschlossen haben. Ich möchte mich da nicht schöner machen, wie ich bin, aber ich war da ein Teil davon, von diesen ganzen Verhandlungen. Und ich habe für die Union hier die Verhandlungen mitführen dürfen. Natürlich an vorderster Front Minister Spahn und unser Koalitionspartner von der SPD. Und wir haben da sicher, wenn es um Gewerkschaften geht, hat SPD und CSU oft vielleicht sogar mehr Gemeinsamkeiten, wie wenn man dann gerade in den neuen Bundesländern auch schaut. Und da ist die CDU vielleicht eher zurückhaltender. Aber ich sehe, meine Redezeit ist schon vorbei. Erich, von daher genau. Darf ich starten. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ja, danke, lieber Erich. Die Frage war beantwortet. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Das ist der Andreas Mildretter von der SPD. Und der darf jetzt würfeln. Der hat auch die 1. Frage ans Publikum. Genau, dann nehmen wir eine aus dem Netz. Kriege extra Frage. Oh ja, Frage an die SPD. Trotz mehrjähriger Regierungsbeteiligung haben Sie für den sozialen Wohnungsbau nichts gemacht. Wollen Sie in Zukunft so weitermachen? Welche Möglichkeiten sehen Sie, um die Wohnungsnot zu lindern? Ja, erstmal auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Das ist natürlich gleich mal ein harter Brocken. Ich würde tatsächlich sagen, dass das die Prämisse, dass wir da nichts gemacht hätten, nicht ganz korrekt ist. Also allein in der letzten Legislaturperiode sind 5 Milliarden Euro in den öffentlich geförderten Wohnungsbau investiert worden von Seiten des Bundes. Insofern, glaube ich, ist da schon was passiert, wo wir uns wahrscheinlich einig wären, der Fragesteller, die Fragestellerin und ich, und ist, dass wir sicher noch mehr machen müssen. Ja, wir sehen ja, dass die Mieten weiter steigen und eben Wohnraum gerade in den Wachstumsregionen hier München, Ingolstadt, immer noch sehr knapp ist und knapper wird mit jedem Tag. Und da, glaube ich, sind wir uns einig, dass mehr passieren muss. Wir wollen deswegen in der nächsten Legislaturperiode, sofern es halt mit dem dann in der bestehenden Koalition dann möglich sein wird, ja, 400.000 Wohnungen schaffen, jährlich 100.000 Wohnungen auf jeden Fall im bezahlbaren Wohnraum. Das, glaube ich, ist ein ganz elementarer Bestandteil, dass wir einfach mehr bauen, mehr Angebot schaffen. Wir müssen aber gleichzeitig, wenn es darum geht, wie bleibt Wohnen bezahlbar, auch schauen, dass wir den Anstieg, den wir bei den Mieten haben, dass wir den ein bisschen einbremsen. Und deswegen wollen, sagen wir wollen, dass auf jeden Fall mal 5 Jahre lang die Mieten nur bis zur Inflationsrate steigen dürfen, damit wir zumindest mal diesen extremen Anstieg einbremsen können. Ja, vielen Dank, lieber Andreas, für deine Antwort. Kommen wir jetzt zum nächsten. Das ist der Grünen-Kandidat, der Leon Eckert. Jetzt muss ich, soweit mir die Spielregeln bekannt sind, wenn du jetzt nur mehr eine Eins würfelst, dann müsstest du das Feld überspringen und auf Infrastruktur gehen. Der hat eine Eins. Genau. Ja, guten Morgen auch von mir. Ja, gerade in Zeiten der Pandemie ist ein guter Internetanschluss im Homeoffice bzw. auch für das Homeschooling notwendig. Leider ist die Abdeckung von Glasfaserleitungen noch nicht flächendeckend eingezogen.
Warum ist Deutschland ein Schlusslicht in dieser Frage? Ja, das liegt wahrscheinlich in der Vergangenheit, als man die Weichenstellung Richtung Glasfaser etwas verschlafen hat und noch unter Helmut Kohl auf Kupferkabel damals gesetzt hat als Zukunftstechnologie. Diesen kleinen Nachteil, den wir haben, den müssen wir jetzt ausgleichen, insbesondere indem wir das Tempo erhöhen. Von den Grünen ist da der Schlüssel mehr Kompetenz bei den Kommunen, Spartenbündelungen, also dass zum Beispiel Stadtwerke oder auch Gemeindewerke alle Leitungen, die unter der Straße liegen, in einer Hand zusammen bewirtschaften, um da schneller voranzukommen. Weil ich glaube, die Kommunen wissen am besten, wo vor Ort es noch drückt. Da begleitet natürlich durch den Bund, eben, dass man das ermöglichen kann, leichter, dass die Gemeinden da rein investieren und dann auch im Zweifel mit dem richtigen Geld. Wobei ich immer ein Fan davon bin, den Kommunen gleich das Geld zu geben und Ziele festzusetzen und nicht alles über Förderprogramme zu machen, das verlangsamt es doch. Und dann wäre es mir noch ein Anliegen, dass man den Kommunen auch ein Schwert gibt, dass sie sich gegen Anbieterinnen wehren können, die einfach ihre Verträge nicht einhalten. Oft ist es ja so, dass das Förderprogramm da ist, die Beauftragung ist da und dann dauert es aber einfach 2 Jahre länger, weil nicht schnell genug ausgebaut wird, dass da nochmal ein Schwert einzubauen, dass die Kommunen da handlungsfähiger sind, dagegen vorzugehen. Mit diesen 3 Dingen, glaube ich, könnte man schon das Tempo deutlich erhöhen beim Ausbau in der Digitalisierung. Okay, danke dir für die Antwort. Kommen wir mal zum Vertreter der Linken, zum Nikolas. Ja, bloß keine Wands mehr, gell? Die 2 und dann auf die Infrastruktur. Also wenn das mit den kleinen Zahlen so weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich heute Nachmittag noch da hocken, damit wir einmal um das Spielfeld rumkommen. In Weichering wird über ein Paketverteilzentrum diskutiert. Wäre eine Anbindung an den Güterverkehr nicht eine bessere Lösung, als mehr LKWs über unsere Straßen zu schicken? Ja, erstmal hallo auch von mir. Also grundsätzlich ist es natürlich immer vernünftig, wenn man eine Schienenanbindung hat. Die Frage ist auch, ob der Standort dafür geeignet ist. Ich weiß jetzt in dem Fall nicht genau, ob es da die Möglichkeit gibt. Und wenn es keine gibt, dann ist natürlich immer zu überlegen, ob man nicht einen anderen Standort hat, weil man muss auch langfristig denken. Wenn man jetzt vielleicht sieht, eine Schienenanbindung ist nicht so finanziell vielleicht tragbar und es dauert ja auch immer, bis das genehmigt ist, bis die Schienen stehen. Aber auf lange Sicht ist es natürlich dann meistens so, nicht nur fürs Klima, sondern auch finanziell, dass es sich dann lohnt. Und sollte man natürlich auch immer in jedem Einzelfall genau hinschauen. Aber ich bin dafür, dass es dort, wo es möglich ist, gemacht wird. Ja, danke dir für deine Antwort. Dann Erich zum Würfeln. Oh, jetzt musst du eins überspringen, jetzt bist du dann auf Wohnen. Der DGB fordert mehr bezahlbare Wohnungen, vor allem zur Miete. Wie wollen Sie mehr bezahlbaren und attraktiven Wohnraum schaffen? Es ist so, dass wir natürlich die ganze Wohnungswirtschaft nicht behindern dürfen, sondern dass wir sie fördern müssen. Und dieser Vorschlag des DGBs mit den 400.000 Wohnungen ist berechtigt. Und natürlich kommt da dazu, dass es auch noch um 100.000 Sozialwohnungen geht. Und in den Jahren, wo ich im Freisinger Stadtrat vertreten war, hat man schon gemerkt, dass man durch Wohnungsbaupolitik natürlich auch Stadtteile beeinflussen kann. Und ich warne davor hier vor einer Ghettoisierung, dass man hierher geht und jetzt was Gutes tun möchte und dann sagt, okay, da haben wir so und so viele Sozialwohnungen rein und da in dem Stadtteil, das lasst man frei dann für diejenigen, die selber halt ein Einfamilienhaus oder sowas bauen wollen. Ich glaube, dass es ein Mix sein muss. Ein Mix natürlich, gerade im Geschosswohnungsbau, wenn man sagt, man baut jetzt von mir aus 10, 12 Wohnungen, dann muss festgelegt werden, dass es vielleicht sogar eine Quote gibt, die hier sehr bezahlbar sind, dass man natürlich auch, was die Dachterrassen und solche Dinge betrifft, dass man die so attraktiv macht, dass man diesen Mix aus Mieten und Eigentumswohnung und somit auch Eigenheimaufbau, dass man das nützt. Und ich glaube, das wäre wichtig für die Kommunen auch, dass sie hier dann, weil das wirkt sich ja auch aus dann für Kindergärten, für Schulen, für alles, was den Sprenkel betrifft. Ich glaube, dass man hier sehr sorgsam umgehen muss und dass man hier
auch natürlich ein Steuerungsinstrument in der Hand hat für die Kommunen, dass sie Stadtteile beeinflussen können. Aber generell ist klar, wir brauchen mehr Wohnraum und deshalb führe ich auch gerne diese Diskussion bei Wohnraum zur Verfügung stellen und dann sagen, Versiegelung auch ganz schwierig, nächste Stufe ist Zaubern. Danke. Danke dir. Jetzt Andreas. Ja, die 6, da geht ein Raunen durchs Publikum. Transformation. Die Automobilbranche ist von den Auswirkungen der Transformation im Mobilitätssektor in besonderer Weise betroffen. Der Umstieg auf die Elektromobilität kostet bereits Arbeitsplätze in der Region. Welche Maßnahmen stehen für Sie im Zentrum, um die Transformation sozial gerecht und ökologisch zu gestalten? Also ich denke tatsächlich, diese Transformation der Automobilindustrie hin zur E-Mobilität, das ist der einzige Weg, wie wir weitermachen können. Ja, einfach, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, wenn wir allgemein wettbewerbsfähig bleiben wollen, auch in anderen Ländern, die auch Wert auf Klimaschutz legen, dann müssen wir den Weg weiterverfolgen. Wir werden aber das nur richtig hinbekommen, wenn wir über den Staat die Voraussetzungen dafür richtig schaffen. Das heißt, zum einen zum Beispiel die E-Ladeinfrastruktur so zu fördern, dass es auch weiterhin oder auch tatsächlich attraktiv ist, auf die E-Mobilität umzusteigen, sodass da auch die Kundinnen und Kunden, die heute Automobilhersteller und damit auch die Beschäftigten tatsächlich brauchen, dass für die das auch attraktiv bleibt. Und natürlich, meine Frau war ja auch die sozialen Auswirkungen angesprochen, wir müssen schauen, dass wir diese Umstellung, die hat natürlich auch zur Folge, dass sich das Arbeitsprofil und das, was man leisten können muss, als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer wandeln. Und da, glaube ich, müssen wir schauen, dass wir zum einen mit einem Recht auf Weiterbildung, aber auch einfach in Zusammenarbeit mit den Betrieben es schaffen, da eben die Beschäftigten so weiter und fortzubilden, dass sie sich überhaupt keine Sorgen machen müssen um ihren Arbeitsplatz, sondern da mithalten können und Schritt halten können mit den Anforderungen, weil das, glaube ich, ist ganz zentral. Wir müssen diese Transformation so gestalten, dass wir alle in unserer Gesellschaft auch mitnehmen und da niemand Angst haben muss, irgendwie zurückgelassen zu werden. Ja, danke dir, lieber Andreas. Vito, ich wollte mich schon darauf hinweisen, dass es auch Vito-Karten gibt und die kann man natürlich einsetzen. Lieber Erich, bitte. Ja, ich habe da eine andere Meinung dazu. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir Zukunftstechnologien hier natürlich am Standort, in unserem Landkreis und darüber hinaus in der Region natürlich stärken. Dass wir uns nicht einseitig in eine Richtung bewegen, wo wir sagen, Mobilität ist nur Elektromobilität. Ich denke, dass das Thema Wasserstoff sehr, sehr wichtig ist. Deshalb haben wir uns auch beworben oder sind dabei über KUS, dass wir hier im Pfaffenhofen Wasserstoffregion werden. Wir haben das Wissen, wir haben das Know-how und deshalb möchte ich auch hier plädieren dafür, dass wir die Vielfalt benötigen. Ich glaube, es gibt kein hier gut und hier böse. Das wäre vollkommen falsch. Ich glaube, dass es zukünftig andere Fortbewegungsmöglichkeiten gibt und natürlich muss man auch Alternativen schaffen, was den öffentlichen Personennahverkehr betrifft. Ich denke auch, dass wir zukünftig den Verkehr nicht weniger haben, aber dass wir ihn anders haben, dass er leiser ist, dass er umweltverträglicher ist, dass man hier einiges reißen kann, da bin ich davon überzeugt. Und was die Arbeitsplätze betrifft, wir wissen natürlich, dass wir hier mit Audi einen großen Player haben, der natürlich auch eine Gesamtwirkung für die Region hat, auch was die Zulieferindustrie betrifft, all diese Dinge.
Und von daher möchte ich das schon einmal unterstreichen, dass es auch notwendig ist, dass man eine ordentliche Ansiedelungspolitik auch macht, dass man die Arbeitsplätze, die hier vielleicht bei Audi verloren gehen, dass man die an anderer Stelle auch wieder ausgleichen muss. Ich denke hier an Airbus, die natürlich hier von den 5.300 Mitarbeitern künftig auf fast 10.000 gehen. Hier muss man aktiv werden, hier muss die kommunale Ebene mit den Firmen, aber auch die Bundesebene und Landesebene klare Zeichen setzen, dass man hier in Kooperation geht und dass man auch beim Bereich der Ausbildung und dergleichen, Weiterbildung, Fortbildung, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und deshalb würde ich für eine Einseitigkeit absolut abraten davon, weil es einfach der falsche Weg ist. Ja, danke, lieber Erich. Ja, dann darfst du würfeln, Leon. Eins, er kommt nicht vorwärts. Sind wir bei Wohnen. Was sagen Sie zur Forderung nach einem Mietenstopp? Ja, gute Frage. In unserem Bundeswahlprogramm wollen wir ein Bundesgesetz auf den Weg bringen, das den Ländern die Kompetenz gibt, Mieten zu deckeln und in den jeweiligen Regionen, wo ein erhöhter Mietdruck ist, dort festzulegen, dass man die Mieten stoppen oder stark reduzieren kann und deren Ansteigen auch abflachen kann. Die grünen Vorschläge zur Wohnungsbaupolitik sind vielleicht auch ein bisschen anders als die von der CSU. Wir wollen viel stärker auf das Thema Erbbaurecht setzen. Die Flächen, die der Bund hat, sollen nicht mehr verkauft werden an private Investoren, sondern mit Sozialbindung an die Kommunen gehen, im besten Fall im Erbbaurecht. Wir wollen einen Bodenfonds einsetzen, der das Land bei sich behält, in öffentlicher Hand, dazu kauft und das eben dann vergibt, sozial gebunden, um dort langfristig Boden zu schaffen. Und dann ist die Vorstellung der Grünen, dass wir langfristig ganz den Staat von der Kommune übers Land bis zum Bund auf Erbbaurecht setzen, weil wir kommen zu dem Punkt, der Herr Ilsdorf hat es angesprochen, wo der Flächenverbrauch gegen null sinken muss. Die Staatsregierung hat ein ehrgeiziges Ziel, wir wollen noch mehr nach unten und irgendwann werden unsere Städte und Gemeinden keinen Flächenverbrauch mehr zusätzlich haben dürfen. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir von diesen Wachstumsdörfern, Wachstumsstädten in eine Kreislaufwirtschaft gehen, wo wir die Fläche eben staatlich kontrollieren von den Gemeinderäten, die dann nochmal entscheiden können in 99 Jahren, was passiert denn nach 30 Jahren in Gewerbegebieten, was passiert denn mit der Fläche, wie können wir für die Gesellschaft wieder hier neuen Wohnraum schaffen, wie machen wir Nachverdichtung. Und da ist es ganz wichtig, dass eben vom Bund das Baugesetzbuch auch nochmal mit mehr Instrumenten, es gab ja jetzt eine erste Reform, aber noch mehr Instrumente für die Kommunen gibt, um schneller Bauland zu mobilisieren, Förderung besser in Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften zu bekommen und selber auch beim Erwerb von Grundstücken bessere Karten zu haben. Okay, das war fast der Punkt mit der Zeit. Ihr habt es immer noch Vetokarten, gell? Also jetzt kommt der Niklas drauf. Desto langsamer, desto wertvoller ist das Veto. 4. Tarifvertrag ist gefragt. Setzen Sie sich dafür ein, dass öffentliche Aufträge an Firmen gehen, die nach Tarifvertrag bezahlen? Die ganz kurze Antwort wäre ja natürlich, und es ist auch so, wir sind als Linke, haben wir das schon immer im Programm, wir unterstützen da auch die Gewerkschaften schon immer. Wir machen das auch in allen kommunalen Gremien, wo wir drin sind. Jetzt ein jüngstes Beispiel ist der Kreistag in Freising, haben wir einen Antrag eingebracht, der auch dahingehend ist, beispielsweise, wo wir eben gefordert hatten, dass ein hoher Mindestlohn gezahlt wird, etc. Da wurde dann gesagt, ja, das ist mit europäischem Recht eben nicht vereinbar, beispielsweise, dass ein Mindestlohn von 15 Euro gefordert wird, weil ja nicht alle Menschen, die in dem Betrieb für die Stadt dann tätig sind sozusagen, die hätten dann einen höheren Lohn als Menschen, die bei anderen Aufträgen in derselben Firma beschäftigt wären. Das ist nicht vereinbar leider, aber wir konnten beispielsweise durchsetzen, dass Männer und Frauen das Gleiche verdienen und so weiter. Und ich finde, das ist auch ganz zentral, weil der Bund ist ja einer, ist der größte Auftraggeber, die öffentliche Hand,
um es zu präzisieren, ist der größte öffentliche Auftraggeber bzw. der größte Auftraggeber insgesamt. Das heißt, wenn wir hier mit sozialen Kriterien vorangehen, Tarifverträge, wie Sie sagen, dann hat das natürlich auch eine große Auswirkung auf die Menschen. Die haben mehr Kaufkraft. Das hat Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das heißt, für mich ist das ein ganz zentraler Punkt und da sollte die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, danke dir, Nikolas. Jetzt. Vier. Jawohl. Erich, du darfst. Transformation. Wie gelingt die Transformation unserer Wirtschaft, ohne dass dies zulasten der Beschäftigten geht? Ich glaube, nach der Pandemie ist klar, dass sich viele Dinge verändern werden, weil sie sich verändern müssen. Und der Spagat zwischen Stabilität in der Struktur, aber natürlich in der dauerhaften Veränderung ist einfach notwendig. Und wir haben gesehen, wo wir in der Pandemie gute Punkte haben und wo wir aber auch unsere Schwierigkeiten haben. Und ich glaube, es ist notwendig, dass man auf den Bedarf der Menschen eingeht, dass man das genau jetzt auch analysiert. Und wenn wir uns vor 2 Jahren, sage ich mal, überhaupt nicht vorstellen hätten können, dass es zum Beispiel Sitzungen auch des Deutschen Bundestages in den Ausschüssen, in den Arbeitsgruppen, dass es die digital gibt und wir heute nicht mehr nach Berlin fliegen, sondern dass wir daheim in unseren Büros sitzen und diese Gespräche machen, dann ist das ein Beispiel dafür, dass sich die Welt verändert und dass sich hier vieles ändern wird. Und ich glaube, die Wirtschaft ist stark genug, dass sie darauf reagiert. Und ich sage es immer bei dem Thema Krankenhaus. Krankenhäuser werden nur weiterhin bestehen und am Netz bleiben, wenn sie eine ordentliche Personalausstattung haben. Im Endeffekt gehört der Mensch, und das ist das Wesentliche dazu, gehört zu einer Firma. Und deshalb brauchen wir von beiden Seiten ein Bekenntnis dafür. Und deshalb investieren wir nicht nur in Beton, in Steine, in Bauwerke und sonstige Dinge, sondern wir müssen in Menschen investieren. Und das ist die Aufgabe der nächsten Jahre, dass wir den Menschen etwas zutrauen, dass wir die Menschen gut ausbilden und dass wir sie dann mitnehmen in den weiteren Jahren, wie wir uns wirtschaftlich entwickeln. Ja, danke, lieber Erich. Das war eine Antwort. Dann für den Andreas, der geht jetzt zum Würfel. Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt. Eine Wissensfrage. Wann wurde der DGB gegründet? Also mir da jetzt die Jahreszahl lange, dann war es gut. Sehr gut war natürlich mit Monatsangabe und hervorragend war mit Tagesangabe. Aber ungefähr 1949. War schon gut. Das ist, glaube ich, aber auch alles, was ich beitragen kann. Ich kann jetzt natürlich noch Monate raten, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Ja, 12 hast du zur Auswahl. Ja, sagen wir Mai, da ist auch andere gute Sachen passiert. Ja, Mai ist gut, ja, aber weit weg. Weit weg. So in Nummeron, Oktober. Der war gut. Sehr. Und jetzt, was ist deine Zahl, die du nicht magst? Zahl, die ich nicht mag. Unglückszahl? 16. 13. 13. Der 13. Okay. Oktober 1949 wäre es gewesen. Okay, gut. Ja, danke, ja, zumindest teilweise. Ja, genau. Gut. Perfekt. Jetzt kommt Leon mit dem Würfeln drauf. Der darf dann Erich gleich umhauen. 6. Europa. Europa ist auch ein Friedensprojekt. Wie sichern wir diesen langfristig? Ja, ich glaube, wir haben eine Menge von Krisen außenpolitisch vor uns und über all diesen Krisen schwebt natürlich auch die Klimakrise. Also das Wichtigste, glaube ich, um langfristig Frieden auf unserer Erde zu erhalten, ist, dass wir diese globale Klimakrise in den Griff kriegen. Denn wenn es erstmal anfängt, dass wir extreme Wetterereignisse haben, Dürren, Überschwemmungen, dann werden Fluchtbewegungen viel stärker werden und die werden sehr viel Unruhe auch reinbringen. Viele Krisenherde sind ja auch der Grund, wieso es so viel Fluchtbewegungen gibt. Und wenn dann noch die Klimakrise verstärkend hinzukommt, dann wird da viel Unruhe kommen,
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da anpacken, dass wir diesen Zustand vermeiden. Daneben, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir in der Europäischen Union von der Konsensentscheidung zur Mehrheitsentscheidung gehen. Sicher mit Mechanismen, dass man einen gewissen, auch die Mehrheit der Bevölkerung in der Europäischen Union hinter sich hat bei Entscheidungen, aber dass wir handlungsfähiger werden und langfristig, denke ich, ist es auch sinnvoll, unsere Verteidigungspolitik einheitlich zu machen, sprich eine europäische Armee, wo wir gemeinsam unsere Außenpolitik und unsere Sicherheitspolitik koordinieren und viel stärker als gemeinsamer Player auftreten können, eben dann im Thema Klimaschutz, wenn es um Konflikte in anderen Ländern geht, um da gemeinsam eine Stimme zu haben und dann auch die ganze Kraft und die ganze Stärke der Europäischen Union in solche Konflikte einfließen zu lassen. Ja, danke dir, lieber Leon. Vito haben wir jetzt. Danke dir. Also zunächst die ersten Punkte, die von Herrn Eckert angesprochen, Leon angesprochen worden sind, gehe ich alle mit. Aber bei der gemeinsamen Verteidigungssicherheitspolitik haben wir einen großen Dissens. Die Linke und auch ich persönlich, wir lehnen eine europäische Armee ab. Und deswegen habe ich jetzt die Vetokarte gezogen, weil ich das gern kurz erklären würde. Es ist einfach so, wir sehen jetzt schon, dass die Bundeswehr aus unserer Sicht teilweise verfassungswidrigen Einsätzen beteiligt ist. Sie war in Afghanistan und ich finde, die letzten 20 Jahre haben uns Linken leider, muss man sagen, recht gegeben, dass das nicht viel gebracht hat. Wir sehen es jetzt, dass die Taliban sofort wieder da sind. Und eine europäische, gemeinsame europäische Armee würde aus unserer Sicht eben dazu führen, dass die nationalen Parlamente in dieser Frage entmachtet werden. Das heißt, die deutsche Bevölkerung, die deutsche Politik kann dann nicht mehr so mitentscheiden, wo Soldaten und Soldatinnen hingeschickt werden sollen. Es ist dann eben die Gefahr, dass politische Mehrheiten in Europa teilweise eben außenpolitisch aggressiver sind oder mehr machen wollen, sich mehr einmischen wollen. Und das hört man ja auch immer wieder. Man muss sich mehr einmischen, man muss mehr machen. Und dieses Mehr machen, mehr einmischen ist leider oft militärisch. Und solange es nicht so ist, dass man sich hier für den Frieden einsetzt, sondern dass man eher die Soldaten in den Vordergrund stellt, lehnen wir das ab. Und natürlich kann man da vielleicht Geld einsparen. Ja, das mag sein, aber wir sind ja auch der Auffassung, wir müssen auch national abrüsten. Aber auf EU-Ebene eine gemeinsame Armee führt aus unserer Sicht eher zu mehr Konflikten, leider noch. Vielen Dank für die Antwort. Jetzt kommt der Erich zum Würfeln dran. Ich darf also nur mal darauf hinweisen, dass wir auch unter oberbayern.dgb.de Fragen noch stellen können vom Publikum. Erich hat die 5 gewürfelt und kommt auf das Feld Verteilung. Die CDU möchte die Steuern für die gut verdienenden Bürgerinnen und Bürger nicht erhöhen, aber für die Unternehmen senken. Wie soll das gehen? Unsere Grundausrichtung ist immer noch, dass wir starke Unternehmen benötigen, damit wir ordentliche Auftragslagen haben. Und ordentliche Auftragslagen erwirken natürlich, dass man Personal braucht. Und das ist die Ausrichtung. Das ist das auch, was uns unterscheidet, weil wir der Meinung sind, dass gute Beschäftigung natürlich seinen Preis hat und dass unser Modell ist, dass wir Wohlstand und Frieden und Sicherheit irgendwo in den Familien auch unterbringen können, wenn wir ordentliche Gehälter haben, wenn wir den Menschen Geld in die Hand geben, dass sie ihren Unterhalt selbst bestreiten können. Wir halten nichts davon von Verteilungspolitik, sondern wir sind der Meinung, dass durch Arbeit und durch Leistung, dass man hier seinen Wohlstand sichern kann. Natürlich weiß ich auch, dass es Menschen gibt, wenn sie ein Handicap haben, wenn sie krank sind, dass man hier unterstützen muss oder wenn es Lebenssituationen gibt, die es notwendig machen, dass der Staat eingreift. Und ich glaube, dass wir hier in den letzten 10, 15 Jahren unter der Regierung von Angela Merkel natürlich auch gesehen haben, dass dieser Satz von Edmund Stoiber, sozial ist, was Arbeit schafft, sich bewährt hat, dass die sozialen Sicherungssysteme dann auch mit Beitragsgeldern ordentlich ausgestattet sind und dass man dann in Krisenzeiten hier auch zuschießen kann, hier auch Geld in die Hand nehmen kann, deshalb auch das Kurzarbeitergeld, weil wir uns das auch leisten können. Und das ist die generelle Struktur, die wir verfolgen. Wir gehen nicht in die Arbeitslosigkeit und gehen dann in die Richtung, dass man sagt, ah, jetzt braucht man mehr Geld. Nein, das ist es nicht. Wir wollen Arbeitslosigkeit vermeiden und verhindern und die sozialen Sicherungssysteme stärken. Jo, danke, lieber Erich. Ich wurde dann ausgelassen und dürfen, weil ich war nach dem Veto, weil ich gleich nochmal dran bin. Nein, entschuldige. Ja, hat sich der Erich vordringelt.
Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Moderation ist schön. Ja, genau, immer die Moderation. Okay, Niklas, du kommst drauf. Zwei. Eine Wissensfrage. Wie heißt der DGB-Bundesvorsitzende? Rainer Hoffmann. Sehr gut, danke. Ganz kurz und schmerzlos. Oder war es von seiner Lebensgeschichte noch was? Man konnte die 2 Minuten ausnützen. Ja, gut. Jawohl. Also vorhin ist die Frage aufgetaucht, ob man auf ein Veto, auch ein Veto-Karte wieder ziehen kann. Ganz klar. Aber dann ist es halt... Ja, genau. Die zwei. Gewerkschaft und ich. Jetzt darfst du 2 Minuten lang erzählen, was dich mit der Gewerkschaft verbindet oder wie du die Gewerkschaft als Person selber oder insgesamt siehst. Also ganz grundsätzlich verbindet mich politisch alleine schon sehr viel mit den Gewerkschaften. Ich glaube, jede und jeder, die oder der in die SPD eintritt, um da politisch aktiv zu sein, hat einfach von der grundsätzlichen Ausrichtung sehr viel gemein mit dem, was die Gewerkschaften wollen. Einfach weil die SPD ja auch gemeinsam mit den Gewerkschaften aus diesem Kampf für Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entstanden ist. Und das war auch für mich einfach ein Grundanliegen, politisch aktiv zu werden. Ich glaube, die Gewerkschaften machen das auf eine Schiene, ja, eben durch das, wie sie mit den Beschäftigten, mit den ArbeitnehmerInnen politisch aktiv werden. Und mein Weg war eben, das über eine Partei zu versuchen. Aber grundsätzlich diese Ausrichtung, wir wollen gerechte Verteilung grundsätzlich, wir wollen die ArbeitnehmerInnen stärken, weil sie eben einfach in der Marktwirtschaft, in der wir leben, der schwächere Part auf dem Arbeitsmarkt sind. Das ist einfach die grundsätzliche Einstellung, die wir gemein haben. Und deswegen bin ich heute auch sehr gern hier beim DGB, einfach weil ich mich da wohlfühle und da sehr wenig zwischen den DGB und mich und die SPD passt so grundsätzlich. Ja, danke, lieber Andreas. Jetzt ist der Leon wieder dran. Sechs Fragen aus dem Publikum für Leon. Haben wir noch eine Netzfrage? Oder? Ja. Das wäre eigentlich an alle. In Österreich bekommen auch Rentner ein Weihnachtsgeld. Wäre das auch etwas für unsere Rentner? Prinzipiell ist das österreichische Modell schon etwas, wo wir, glaube ich, in der Bundesrepublik noch was abgucken können. Also besonders, dass die Leistungsträgerinnen alle in eine Kasse einzahlen, also auch Beamtinnen und Selbstständige. Ich denke, das ist schon so ein Schritt, wo wir uns ranwagen müssen in den nächsten 4 Jahren, dass wir diese Parallelstrukturen abbauen und wir alle zusammen in einem starken Verbund die Rente sicherstellen. Und gleichzeitig können die auch ein höheres Rentenniveau gewähren. Und unser grüner Vorschlag dazu ist es, einen staatlichen Fonds aufzusetzen, in dem wir eben zu der umlagenbasierten Rente eine kapitalgedeckte Komponente hinzufügen, um langfristig Renten sicherzustellen. Und ich denke, wenn man dann noch die Beitragsbemessungsgrenzen abschmilzt oder abschafft, dann kann man es schaffen, dass wir mit den Leistungsträgerinnen in unserer Gesellschaft unsere Rente langfristig sicherstellen können. Und da ist das österreichische Modell eines, was man genau studieren sollte, weil die haben zum Beispiel diesen Transformationsprozess von den Einzelnen zu einer gemeinsamen Verteilung geschafft. Ja, danke, lieber Jan. Zum Würfeln war jetzt wieder Nikolas dran. Ich werde jetzt diesmal nicht übersehen. Und übergangen. Die 4. Verteilung. Die Zahl der Millionäre steigt auch in der Pandemie von 1,46 Millionen auf jetzt 1,53 Millionen Millionäre. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Also zunächst einmal ziehen wir die Schlüsse, dass die soziale Ungleichheit ein viel zu hohes Maß angenommen hat. Ich habe auch vor kurzem eine Pressemitteilung zum Landkreis Pfaffenhofen rausgegeben, beziehungsweise wir auch als Kreisverband, weil es wurden neue Zahlen veröffentlicht zur Zahl der Einkommensmillionäre und gleichzeitig zur Zahl der Menschen im niedrigen Sektor. Und da sehen wir, in Pfaffenhofen hat sich die Zahl der Einkommensmillionäre von 2013 bis 2017, also das waren die aktuellen Zahlen, wenn man jetzt die Corona-Zahlen, also die während der Corona-Pandemie da wären, wenn man die noch mit einbezieht, dann wird es noch ganz anders ausschauen. Und diese Zahl der Einkommensmillionäre hat sich fast verdoppelt, während die Zahl der Menschen im Niedriglohnbereich in Pfaffenhofen ist um 25% nur von 2013 bis 2017 angestiegen. Und bundesweit ist es ja ist der Trend ja gleich. Das heißt, da gibt es einen Zusammenhang. Der Zusammenhang ist da, dass auf der einen Seite jeder fünfte im Niedriglohnbereich arbeitet, ein geringes Einkommen hat, während andere davon profitieren und immer reicher werden. Das ist der Zusammenhang und den muss man einfach sehen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir dagegen? Wir schlagen vor, wir sollten die Vermögensteuer wieder erheben und zwar mit hohen Freibeträgen, logischerweise. Und wir schlagen vor, eine Corona-Vermögensabgabe. Auch hier mit sehr hohen Freibeträgen, wir sagen 2 Millionen Privatvermögen und 5 Millionen Betriebsvermögen. Und dann wollen wir das ähnlich gestalten wie den Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, gestaffelt auf 20 Jahre mit einem progressiven Tarif. Und mal als Beispiel, jemand, der dann eben in dem ersten Tarif eingestuft worden werden würde, also der über 2 Millionen hat knapp, zahlt pro Jahr dann auf 20 Jahre gestreckt 0,1%. Das ist jetzt nicht viel, wenn man weiß, wie die durchschnittlichen Renditen sind von Leuten, die viel Geld haben, mindestens 6-7% im Jahr, dass man da ein bisschen was abgreift. Und dieses Konzept von uns ist auch vom Institut der deutschen Wirtschaft, also ein eher, sagen wir mal, liberales, neoliberales Institut durchgecheckt worden. Und die haben diese Zahlen eben auch herausgegeben. Von daher wäre das eine gute Idee. Ja, danke, lieber Nikolas. Jetzt Erich. Die 6. Eine Fragezeichen. Oh ja, genau. Wie viele Gewerkschaften gibt es im DGB? Das sind 8 Einzelgewerkschaften und es sind 6 Millionen Mitglieder. Einmal frei. Perfekt. Für das sitzt ja am Bundestag. Ja, genau. Jetzt, Andreas. Vier. Mitbestimmung. Die Digitalisierung und die Veränderungen im Bereich der Mobilität stellen für Unternehmen und Beschäftigte die größten Herausforderungen dar. Wie stehen Sie zu konkreten Beteiligungsrechten für Beschäftigte, um ihre Zukunftsalternativen bei ihren Betrieben mitgestalten zu können? Tatsächlich muss man diese Mitbestimmungsrechte bei dem, was jetzt uns alles an Transformation bevorsteht, sei es die Digitalisierung, sei es der Klimawandel, sei es aber auch so Unternehmensentscheidungen wie Anwendungen von künstlicher Intelligenz zum Beispiel. Bei diesen Unternehmensentscheidungen müssen wir das Betriebsverfassungsrecht ausweiten, damit eben eine Mitbestimmung besser möglich ist, weil aus meiner Sicht ist das ein großes Pfund, das wir in Deutschland haben, dass eben der Kurs der Unternehmen nicht alleine durch die Kapitalseite quasi vorgegeben wird, sondern dass da auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitbestimmen können und eben den Kurs auch beeinflussen können. Und das hat aber Lücken, wie wir jetzt sehen, bei diesen großen Transformationsaufgaben. Da gehört für mich aber auch dazu, dass wir es schaffen, die Grenze zu senken, ab wo diese Mitbestimmungsrechte gelten, also ab wie vielen Beschäftigten. Da, glaube ich, haben wir Nachholbedarf. Und wir müssen schauen, dass wir es an die, Sie haben die mobiles Arbeiten und so auch angesprochen, dass wir es schaffen, da Zutrittsrechte auch der Gewerkschaften zu schaffen, sei es über das Intranet oder irgendwie virtuelles schwarzes Brett oder so, dass eben auch die Gewerkschaften direkt Zugriff haben auf die Beschäftigten, auch wenn die jetzt nicht direkt an einem Ort immer versammelt sind.
Ja, danke, lieber Andreas. Jetzt kommt der Leandro zum Würfeln. Die 4. Soziales. Wird die Schere zwischen Arm und Reich größer? Selbst in der Pandemie ist der Abstand noch größer geworden. Was kann die Bundespolitik machen? Ja, also ich würde diesem Befund zustimmen, dass die Schere größer geworden ist. Wir haben ja gerade auch die Zunahme der Anzahl der Millionärinnen gehört. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir die jetzige Steuersystematik verändern, um da entgegenzuwirken. Wir haben gerade eine Systematik, wo die, die arbeiten, also Leistung bringen, am meisten besteuert werden. Kapital, da wo man eben sein Geld auf der Bank hat, wird weniger besteuert und Erbschaften werden, also das ist ja leistungsloses Einkommen, wird am wenigsten besteuert. Für mich ist es ganz wichtig, dass wir diese Pyramide umdrehen. Erbschaften sollen am höchsten besteuert werden, Kapital am zweithöchsten und dafür, wo die Leute 40 Stunden arbeiten, sollen am wenigsten besteuert werden. Und so sehen auch unsere Pläne aus. Wir wollen die Einkommenssteuer neu aufstellen, sodass diejenigen, die sehr viel verdienen, etwas mehr zahlen und dafür die große Menge an Menschen, die hart arbeiten, weniger Einkommenssteuer zahlen und diesen Ausgleich mit einer Vermögensteuer gegenfinanzieren. Und so, glaube ich, können wir unsere sozialen Sicherungssysteme aufstellen, dass wir diesen Ausgleich wieder hinkriegen und die Austarierung schaffen. Danke, Leon. Veto habe ich jetzt von Andreas. Danke dir. Die Konzepte kann man sicher diskutieren. Grundsätzlich, ich glaube auch, dass man in meinem Steuersystem einiges verändern muss, um die Verteilung gerechter zu machen und die Schere wieder zusammenzuführen. Mir hat bloß ein ganz wichtiger Punkt gefehlt und das ist tatsächlich, sind tatsächlich die Löhne auf dem Arbeitsmarkt. Weil ich glaube, dass wir nicht nur eben mit der zweiten Stufe bei den Steuern ansetzen müssen, um diese Schere wieder in den Griff zu bekommen, sondern dass wir das schon bei den Löhnen machen müssen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir den Mindestlohn auf mindestens 12 Euro erhöhen müssen, um quasi die Untergrenze besser einzuziehen. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Löhne, die da drüber liegen, ja, weil die auch alle ansteigen werden. Wir brauchen mehr Tarifbindung, weil nur das dazu führen wird, dass die Löhne in der gesamten Breite erhalten bleiben bzw. Mehr steigen. Und dann eben in einem zweiten Schritt müssen wir uns über das Steuersystem unterhalten. Da hat der Eck hat sicher recht, aber davor kommen aus meiner Sicht die Löhne, die steigen müssen. Jo, danke. Jetzt kommen wir zum nächsten. Nikolas als Würfler. Eins. Umwelt. Fragen aus dem Bereich Umwelt. Junge Menschen gehen auf die Straße, weil sie mit der Politik beim Thema Umweltschutz nicht zufrieden sind. Demonstrieren sie mit oder haben sie eine andere Meinung? Also bin ich schon öfter mitgelaufen. Bei Fridays for Future haben wir auch in Freising, wo ich ja herkomme. Ganz ehrlich, ganz am Anfang von Fridays for Future hat mir so ein bisschen die Verbindung zwischen Klima und Sozialem gefehlt. Ich glaube, wir alle sind jetzt mittlerweile schon einer Meinung, beziehungsweise die meisten, dass ohne sozialen Zusammenhalt, ohne die Stärkung des Sozialen auch, dass wir keinen echten Klimaschutz hinkriegen, weil wir müssen ja alle Menschen mitnehmen. Das hilft nichts, wenn das ein Projekt der Besserverdienenden ist, aber das würde ich jetzt Fridays for Futures nicht mehr vorwerfen. Ich finde, die haben da gute Vorschläge gemacht und die haben ja auch mit den Gewerkschaften zusammen jetzt schon öfter was gemacht, dass man eben genau das Soziale und das Klima verbindet. Und also von daher, ja, ich bin schon mit, ich gehe weiter mit. Und dadurch, dass die sich jetzt hier auch im sozialen Bereich engagieren, finde ich, ist das weiterhin eine tolle Sache. Ja, danke dir, Nikolas. Die Vetokarte vom Leon. Alles musst du abgeben, genau. Also du bist da noch jung genug, genau. Ja. Der Nikolas hat recht in seiner Analyse. Es ist aber so, dass dann in den Wahlprogrammen die Linke auch dahinter zurückbleibt. Die Ziele von Fridays for Future sind viel ambitionierter und wir Grünen haben, glaube ich, da den ambitioniertesten Pfad, um die 1,5 Grad zu erreichen. Und wie auch wir wollen den sozialen Ausgleich. Wir machen eine CO2-Steuer als Lenkungsabgabe, um alles in einen
diese CO2-Abgabe kommt in einen Topf und wird pro Kopf an die Menschen ausgeteilt, um eben den sozialen die Transformation sozial zu gestalten. So nehmen wir alle mit, haben die Lenkungswirkung aus einer CO2-Abgabe und schaffen trotzdem den... Es war keine jetzt. Publikumsfrage, zuständig Herr Federl. Herr Federl, wir haben hier das. Wieder schauen, ist ein bisschen so. Ich habe einen Livestream und mir nicht rausgeschnitten. Herr Federl, da die heißen. Servus. Und da ist die, das nächste Mal. Ja. Und wieder schauen. Deswegen mag ich den DGB, weil wir da antifaschistisch auf einer Seite sind. Genau. Wer ist das? Jetzt. Gut, jetzt hat mir hier einen. Mein Gott. Tja, ja. Solche emotionalen Wallungen, dass ich die hervorrufe, das hatte ich jetzt schon länger nicht mehr. Okay, also CO2-Abgabe schafft die klimaneutrale Transformation mit dem sozialen Ausgleich, eben indem die CO2-Abgabe in einen Topf kommt und dann pro Kopf an alle Personen verteilt werden. So nehmen wir alle mit und schaffen trotzdem die ambitionierten Ziele. Und ich glaube, da müssen alle in den Zielen noch besser werden und dann auch in den Maßnahmen. Wir haben ein 100-Tage-Sofortprogramm, um genau das zu schaffen, weil die Zeit wirklich tickt. Und wir zum Beispiel mit dem Abbau von Subventionen und auch ordnungspolitischen Maßnahmen, wie zum Beispiel das Tempolimit, da ganz schnell handeln wollen. Und ich glaube, desto schneller wir sind, desto sozialer ist es auch, denn die Folgekosten übersteigen die jetzigen Kosten, die wir jetzt handeln müssen, um ein Vielfaches. Ja, danke, lieber Leon. Das war jetzt das Veto auf das Veto. Jetzt hat keiner mehr Veto-Karten. Jetzt müsste es über Start gehen, damit es dann wieder eine bekommt. Wer war jetzt zum Würfeln dran? Ich glaube, der Erich, gell? Genau. Ja. Die 6. Arbeit. Gibt es denn die Wettkarten? Genau. Die öffentliche Hand schafft durch Vergaben und Zuwendungsmittel viele Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft. Der DGB fordert, dass mit öffentlichem Geld nur gute Arbeit finanziert werden darf. Wie stehen Sie zu dieser Forderung? Wie wollen Sie diese umsetzen? Gute Arbeit ist die Basis für sozialen Wohlstand. Und deshalb sind gute und ordentliche tarifgebundene Arbeitsplätze das Ziel. Und wir haben, wie ich schon vorher gesagt habe, ja in diesem ganzen Bereich der Pflege das jetzt umgesetzt und das wird eingeführt. Und wir haben ja da immer wieder gehofft auf die Freiwilligkeit. Und ich möchte hier nicht die Unternehmen, die in der Pflege privatwirtschaftlich arbeiten, in irgendeiner Form hier diskreditieren oder was. Und die leisten eine gute pflegerische Arbeit. Aber für mich gehört dazu, dass derjenige, der Vollzeit in die Arbeit geht, muss von diesem Arbeitsentgelt auch leben können. Das ist notwendig. Und deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, da kein Vorschlag kam. Und Minister Spahn ist dann hergegangen und hat gesagt, wer nicht tarifgebunden in der ambulanten oder in der stationären Pflege bezahlt, kann auch nicht mehr auf die Töpfe der Pflegeversicherung zurückgreifen. Das ist ein klares Signal, für was wir stehen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir brauchen hier gute Bezahlung. Wir brauchen aber nicht nur Bezahlung, sondern die Rahmenbedingungen und die Sozialleistungen müssen passen, müssen stimmen. Wir reden hier natürlich auch über die ganzen Pausenregelungen. Wir reden natürlich hier auch, was die Beschäftigung betrifft, über die Wochenendregelungen. Und das Thema Leiharbeit ist natürlich auch immer ein Thema. Es gibt Bereiche, wo Leiharbeit seine Berechtigung hat. Aber es ist klar, Leiharbeit ist immer nur ein Instrument in einer besonderen Situation, aber kein dauerhafter Beschäftigungsvorschlag. Ja, danke, lieber Erich. Jetzt kommen wir zum Andreas. Jetzt kriege ich wieder Vetokarte, oder? Jo, ist schon auf dem Weg. Super, vielen Dank. Die 4. Oh, mein Lieblingsfeld. Ja, genau. Ah, ja, genau. Das war eine Frage für den Erich gewesen, der darf das hundertprozentig wissen. Ich hoffe, du weißt das auch. Und zwar, wie viele Mitglieder hat der DGB in der Region 10?
irgendwas zwischen 1 also, und 6 Millionen sind es insgesamt. 59 Regionen, glaube ich, sind es. Region 10 ist sicher größer. Sagen wir den. Schwergewicht IG Metall und Verdi. Ich sage. Na? 210.000. Waren es vielleicht einmal, ja. Jetzt mittlerweile sind es 65.000. 65, okay. Aber vielleicht kannst du noch Werbung machen, dass wir wieder auf diese Zahl, die du genannt hast, wieder hinkommen. Jo, Leon. 5. Und bekommt auch über Start eine neue Vetokarte. Aus dem Bereich Arbeit eine Frage. Bei Vetokarte habe ich gleich, ja, aber... Nein, die kriegst du erst. Ja, ja. Wie stehen Sie zu der Forderung nach einer Mindestlohn von 12 Euro? Ja, der stimme ich zu. Der Mindestlohn wurde festgelegt politisch, aber zu niedrig. Jetzt brauchen wir eine einmalige Korrektur, 12 Euro, und den dann wieder an die Kommission zu übergeben. Ich glaube, das ist ein guter Weg, um hier auch den sozialen Ausgleich zu schaffen. Also ich stimme diesen 12 Euro total zu und das werden wir auch umsetzen und in die Koalitionsverhandlungen einbringen, dann im Oktober, November. Ja. Ja, danke, Leon. Nikolas. 3. Rente, aus dem Bereich Rente eine Frage. Wer sollte in die Rentenversicherung alles einzahlen? Auch Bundestagsabgeordnete und Selbstständige? Fragezeichen. Zunächst zu den Bundestagsabgeordneten. Wir haben als Linke ja schon da mehrere Anträge eingereicht. Das ist immer abgelehnt worden. Und wir wissen auch, das ist eine symbolische Geste, ist das, aber das sollte auf jeden Fall so sein, denn wir sagen, es sollten alle einzahlen, auch Selbstständige und was noch nicht genannt worden ist, auch Beamte. Der Leon hat ja schon das österreichische Modell genannt. Das spielt auch für uns eine zentrale Rolle, dass man sich das genau anschaut. Das sind die durchschnittlichen Renten um 800 Euro höher als in Deutschland. Also man kann sich die Zahl gar nicht vorstellen, weil ja in Deutschland viele Leute eine geringere Rente haben als das, was es in Österreich höher ist. Also es ist einfach krass, wie da die Unterschiede sind. Und man muss auch dazu sagen, in Österreich ist es von einem konservativen Kanzler, dem Herrn Schüssel, eingeführt worden. Also ich würde sagen, wenn man das sollte man in Deutschland dann auch hinkriegen, sowas. Und die Beitragsbemessungsgrenzen, auch schon genannt worden, müssen erhöht, stark erhöht werden und abgeschafft werden im besten Fall. Es ist verfassungsrechtlich ein bisschen schwierig, sowas wie eine Höchstrente festzulegen, das wissen wir. Wir wollen aber schauen, dass man quasi den Betrag, den man höchstens kriegt, etwas abflacht nach oben hin, dass man quasi dann für die breite Masse der Menschen mehr Geld zur Verfügung hat, um auch das Rentenniveau wieder auf 53% anzuheben, wie wir es ja fordern. Das heißt, die Frage kurz nochmal zu beantworten, ja, alle sollten einzahlen, selbstständige Beamte, Manager, Politiker, Politikerinnen, also wirklich alle. Und dann kriegen wir auch mehr Geld für die breite Masse der Bevölkerung hin. Ja, danke, Nikolas. Jetzt kommen wir wieder zum Erich zum Würfeln. 4. Die Wissensfrage. Die Hauptaufgabe von Gewerkschaften. Die Hauptaufgabe von Gewerkschaften ist für mich natürlich hier in einer Tarifkommission die Löhne natürlich zu verhandeln mit den Arbeitgebern. Das ist das eine. Zweitens natürlich, also diese Tarifverträge auszuhandeln. Was für mich aber auch sehr wesentlich ist, dass wir in den Betrieben eine Vertretung haben als Ansprechpartner, dass wir natürlich das Ganze, was in die Richtung Behindertengesetze auch geht, dass wir hier diesen Bereich nicht vergessen und dass wir den in den Betrieben auch implementieren. Was dazu kommt, ist die Jugendvertretung natürlich auch. Wenn es hier Ausbildungsbetriebe gibt, denke ich doch, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man hier eine Jugendvertretung hat. Deshalb gehört das System gestärkt.
Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dieser Ansprechpartner zu sein für die Politik. Und wir haben hier einen regelmäßigen Austausch, ob mit der Frau Bühler von Verdi oder natürlich auch mit Herrn Hoffmann, mit der Landesgruppe. Und das funktioniert auch und das ist gut. Und hier braucht man dann natürlich genügend Zeit, dass man ins Detail auch gehen kann. Und momentan kann ich nur sagen, das ist ordentlich geregelt, auch was das Thema Bundesregierung betrifft. Und diese ganzen Anregungen, dass man die vielleicht nicht zu 100% umsetzen kann, ist klar. Aber man bekommt hier schon auch Strukturen mit und auch Futter mit, dass man dann in der Gesetzgebung das einfließen lässt. Ja, danke Erich. Jetzt hast du natürlich eines vergessen, und zwar das Streiken, das Streikrecht. Die Strafe. Ja, genau. Kommt der Andreas noch. Die 5. Jetzt hol da auf. Wohnen. Ganz hinten ist dann nur die Linken, oder? Noch. Noch, genau. Wer schon noch? Ja. Schauen wir mal. Die Bodenpreise steigen auch hier in der Region ins Unermessliche. Alleine in den letzten 10 Jahren haben sich die Bodenpreise in der Region oft mehr als verdoppelt. Brauchen wir ein neues Bodenrecht? Wenn ja, was muss anders werden? Also ich denke tatsächlich, dass wir Änderungen im Bodenrecht brauchen, weil wir jetzt beim Thema bezahlbares Wohnen immer nur die Seite Mieten, Bauen angesprochen haben, aber eben das andere Problemfeld, was einfach die Bodenpreise sind, noch nicht angesprochen haben. Deswegen ist das aber trotzdem ein sehr wichtiger Punkt. Wir müssen es schaffen, dass die, wenn wir Bauland ausweisen zum Beispiel, dass dann diese Gewinne, die da entstehen, derjenigen, die das Grundstück gehört, dass die für die Gemeinschaft nutzbar machen, zum Beispiel durch einen Bodenwertzuwachssteuer, ja, sodass wir da die Spekulationen mit Boden eindämmen können. Und wir müssen den Kommunen es ermöglichen, Boden besser sozial zu nutzen. Das heißt zum Beispiel Vorkaufsrecht für Boden, für Grundstücke zu fairen Preisen. Ja, im Moment muss das Vorkaufsrecht normalerweise zu den marktüblichen Preisen ausgeübt werden. Und da nur, wenn wir die Kommunen in die Lage verschaffen, da ein aktiver Player wieder zu werden, dann kriegen wir die Bodenpreise in den Griff. Dazu gehört auf jeden Fall ganz grundsätzlich, egal ob es jetzt ums Bauen geht oder um den Erwerb von Grundstücken, dass die Kommunen finanziell einfach besser ausgestattet werden müssen, weil wir alle in unseren Stadträten, Gemeinderäten überall sehen, wie knapp das Geld bei den Kommunen ist, einfach weil die Möglichkeiten zur Verschuldung relativ stark eingeschränkt sind und das, was von oben kommt, relativ stark eingeschränkt ist. Und nur wenn die Kommunen da genügend Geld zur Verfügung haben, können sie sozialen Wohnungsbau, Grundstückspolitik, aber auch alles andere Soziale ordentlich leisten. Ja, danke Andreas. Jetzt kommen wir zum Leon. Gewerkschaften und ich, also dasselbe gilt für dich auch. Etwas von den Gewerkschaften mit deiner Person oder über die Gewerkschaften ja. Als solches. Ich fange einfach mal an. Ganz profan verbindet mich natürlich mit der Gewerkschaft, dass ich selber auch Gewerkschaftsmitglied bin. Ich bin bei Verdi Mitglied. Und dann ist es so, jetzt im Wahlkampf bin ich ja viel unterwegs, auch im Wahlkreis. Und ich hatte jetzt auch schon Gespräche mit Betriebsräten zum Beispiel. Und es ist oft wirklich so, dass wir feststellen, dass Arbeitnehmerinneninteressen mit dem Klimaschutz auch oft in Einklang sind. Ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel die dritte Startbahn, wo viele Beschäftigte am Flughafen sagen, dass der Flughafen schon sehr ausgelastet ist, da ist die Effizienz hoch, da ist viel auf Kante genäht und mit einer dritten Startbahn würde man sozusagen dieses System, was eh schon am Anschlag ist, für die Arbeitnehmerinnen überdrehen. Und da verbinden sich dann die Kämpfe der Arbeitnehmerinnen mit denen der Klimakrise und ich glaube, solche Anknüpfungspunkte, die finde ich immer sehr gut zu suchen und zu finden und das ist, glaube ich, in vielen Bereichen so und wir haben es schon gesprochen, Fridays for Future, auch da ist es ja so ähnlich, dass man gemeinsam Wege sucht, um die Interessen zusammenzubringen, eben durch den sozialen Ausgleich und das ist mir auch ganz wichtig und als dritten großen Punkt
Ich bin 100% überzeugt auf der gleichen Linie wie der DGB gegen die AfD, für die antifaschistische Sache, gemeinsam gegen rechts aufzustehen und für unsere Demokratie zu streiten. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den die Gewerkschaft und uns Grüne verbindet und mich persönlich auch. Ja, danke, Leon. Jetzt kommen wir zum Nikolas. Der kann würfeln. Bist du immer noch ganz weit hinten, also jetzt musst du aufholen. Aber mit der 2 wird das natürlich ja, besser wie eine 1, aber wie viele Menschen sind bundesweit Mitglied im DGB-Gewerkschaften? Der Stand war 2018. Das hat er bereits der schon. Erich hat es mir ja schon vorweggenommen. Gell? Ja, genau. Es sind knapp 6 Millionen. Ja. Dann haben wir nur eine Nachfrage, weil der Erich hat es da ja vorweggenommen. Vorhin haben wir gehört, auch von Erich, 8 Gewerkschaften im DGB. 4 darf man jetzt lange aus dem Kopf, aber nicht umdrehen, gell? Naja, also Verdi bin ich auch selber Mitglied. Mhm. Dann haben wir NGG, GEW, IG Metall, IG Bau, GDP und die Eisenbahner, oder? BCE, IG BCE und die EVG, Eisenbahner. Genau, super. Darum habe ich gesagt, nicht umschauen. Genau. Erich, du darfst wieder würfeln. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CSU und Grün. Umwelt. Genau. Wie stellen Sie sich ein Energiekonzept der Zukunft in der Region vor? Welche Rolle spielen dabei Windkraft, Wasserkraft, Geothermie, Biomasse und Sonnenenergie? Wie bekommen wir es hin, dass Energie in Zukunft auch für alle bezahlbar ist? Sehr viele Fragen. Also ich habe es vorher schon mal gesagt, das Thema wird der Energiemix sein. Und das eine ist natürlich das Thema Wärme und Kälte. Und wir haben ja da im Landkreis mit Irsching das modernste Gaskraftwerk, das wir hier nicht nur in Bayern oder in Deutschland, sondern europaweit besitzen. Es war aber so, dass von den Preisen her dieses Irschinger Gaskraftwerk nicht marktfähig war, somit dementsprechend auch nicht ans Netz gegangen ist mit der Versorgung. Und die Firma Unipor hat jetzt hier nochmal Geld in die Hand genommen, einen dreistelligen Millionenbetrag, das wir hier im Zentrum bekommen, das ist der Block 6, dass wir vom Landkreis Pfaffenhofen aus hier die Netzsicherheit natürlich austarieren können, dass wir hier ein Zentrum haben, das für ganz Deutschland wichtig ist, dass auch wenn der Wind nicht geht und wenn die Sonne nicht scheint, dass wir Netzstabilität haben. Und das ist wesentlich und ich denke, dass hier wir einen großen Beitrag dazu leisten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Versorgungssicherheit natürlich der Privathaushalte, aber auch der Industrie zu bezahlbaren Preisen. Das ist natürlich schon wesentlich. Und wenn ich zum Beispiel einen Anruf von Wacker Chemie habe, die sagen, wir haben 1% des gesamten Energiebedarfs in Deutschland und der Mitbewerber hat zum Geschäftsjahresanfang hier schon einen enormen Vorsprung, dann muss man sich in Deutschland überlegen, wie wir das Ganze bezahlbar halten. Und da brauchen wir Konzepte, das wird Teil eines neuen Koalitionsvertrags sein, aber natürlich nur, wenn wir in Verantwortung kommen. Ja, danke, lieber Erich. Vito vom Leon. Ich möchte vielleicht die Frage ergänzen. Und zwar, wir haben jetzt gerade eine Energiestruktur, die noch sehr auf das fossile Zeitalter zugeschnitten ist. Zentrale Punkte, zentrale Leitungen. Und für uns Grüne ist es ganz wichtig, dass diese Transformation im Bereich der Energie dezentral von unten, also über Bürgerenergiegenossenschaften und durch dezentrale Erzeugung erreicht wird. Und es kam ja die Frage nach Windkraft, Solar. Ich glaube, in unserer Region ist Solar super gut. Wir brauchen aber auch das ein oder andere Windrad. Und ich glaube, das funktioniert nicht, indem jede Gemeinde vor sich alleine hinwurschtelt, sondern indem wir einen gemeinsamen Plan in der ganzen Region machen. Wo sind denn die besten Stellen? Und dann auch die Gesetze abkappen, die uns da gerade ausbremsen. Die 10H-Regel ist eine unwissenschaftliche, willkürliche Grenze, die wir
kappen müssen, um den Ausbau von Windrädern auch hier in der Region wieder hinzubekommen. Es gibt gute Standorte und die Bürgerenergiegenossenschaft Freising zum Beispiel, die den Stand der Energiewende bei uns im Landkreis rausgibt, der sagt, wir bräuchten, um den Mehrbedarf noch zu schaffen, weil durch den Umstieg auf Elektromobilität, um Heizen auf Elektro, 35 bis 70 Windkrafträder. Wir haben derzeit 2 im Landkreis Freising. Das heißt, ein Windkraftrad braucht 4 bis 5 Jahre, bis es umgesetzt werden ist. Um diesen Sprung zu schaffen, müssten wir jetzt in den nächsten 2 Jahren diese ganzen Windräder projektieren. Wir haben also wirklich nicht mehr viel Zeit und da bedarf es auf jeden Fall eine Kraftanstrengung, die von unten kommen muss, um diese Transformation zu schaffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass wir unsere Netze von zentral auf dezentral umstellen müssen, in der Hand der Kommunen. Zum Beispiel Eching, Neufahrn haben zusammen das Stromnetz zurückgekauft, jetzt kaufen sie auch das Gasnetz zurück, um genau dann diese Dezentralität und die Vergütung, die daraus entsteht, den Menschen auch zurückzugeben und sie mitzunehmen bei der Energiewende. Jo, danke Leon. Und das haben wir fast gedacht, kommt die Vito-Karte vom Erich. Vito vom Vito. Das Thema Transformation und Veränderung. Ich möchte nur noch mal in Erinnerung bringen, dass der Atomausstieg genauso wie der Kohleausstieg hier von der Union und von der SPD mit Hilfe der FDP gemacht worden ist. Und es reicht halt einfach nicht, wenn man als Grüne daneben steht, bei diesen Vorschlägen nicht mitstimmt und dann daneben steht und schreit schneller. Das ist nicht Politik, die realistisch ist. Und dass wir uns da wirklich treffen, ist natürlich klar, dass wir im Bereich Wind und Sonne Gemeinsamkeiten haben. Aber es muss halt schon auch der richtige Standort sein. Wir haben hier in Pfaffenhofen eine andere Situation wie in Freising. Und deshalb muss man hier natürlich auch immer bedenken. Und deshalb auch die 10H-Regelung. In dem Augenblick, wo Investoren kommen und mir als Bewohner hier ein solches Windrad vor die Haustür klatschen, dann ist es zwar schön für diejenigen, die das betreiben und ihnen das auch Geld bringt, bloß wenn ich hier in meiner Lebensform gestört bin und hier die ganze Zeit auf ein Windrad schauen muss, dann ist das nicht meine Vorstellung von Bürgerbeteiligung. Und ich weiß natürlich auch, dass die Bürgerbeteiligung, diese Genossenschaften, ich bin selbst bei einer dabei, dass das Ganze natürlich sehr diffizil ist und dass man die Leute hier auch wieder mitnehmen muss. Und ich weiß auch, wenn diejenigen hier auf ein Windkraftrad schauen und sie wissen, dass sich bei ihrem Konto je Umdrehung etwas ändert, dann schaue ich natürlich lieber auf dieses Windrad hin. Das ist mir vollkommen klar. Und deshalb brauchen wir hier eine Vereinbarkeit und deshalb brauchen wir hier nicht Demonstrationen, sondern Verhandlungen und Gespräche. Das ist klar, der Strom kommt nicht einfach aus der Steckdose. Und das ist eine enorme Kraftanstrengung und deshalb werden wir das auch hinbekommen und tun. Aber es wird nicht ohne Bürger gehen. Und es wird nicht mit Ideologie funktionieren, sondern es wird mit hoher Fachlichkeit funktionieren. Und deshalb bin ich mir sicher, dass es hier Veränderungen gibt, weil wir auch müssen. Und jetzt sehe ich die Uhr und deshalb höre ich auf. Danke. Okay. Ja. Jetzt kommt der Andreas. Die 6. Oh, jetzt halt aber rot auf. Genau. Europa. Während kleine Betriebe vor Ort meist brav ihre Steuern zahlen, schieben internationale Konzerne ihre Steuerlast oft dorthin, wo sie am wenigsten Steuern zahlen. Wie gelingt es, dass zukünftig auch internationale Konzerne ihren angemessenen Steuerbeitrag leisten? Einen sehr großen Bestandteil zur Behebung dieses Problems haben wir jetzt zum Glück in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass der passieren kann. Da war ja auch Olaf Scholz maßgeblich daran beteiligt, dass wir jetzt eben Schritte hin zu einer globalen Mindestbesteuerung machen. Das heißt, dass eben genau das, was Sie beschreiben, dass man eben sich aussuchen kann, wo zahlt man Steuern und dann eben sich natürlich den Platz raussucht, wo man am wenigsten Steuern zahlt, dass das nicht mehr möglich ist in Zukunft. Da gibt es jetzt noch einige Dinge zu regeln, zum Beispiel worauf genau bezahlt man den Steuern. Da muss man jetzt aufpassen, dass das tatsächlich auch dann in allen Ländern, die da dabei sind, so geregelt ist, dass es sinnvoll ist und man da
keine Schlupflöcher bekommt. Aber das, glaube ich, wird ein ganz zentraler Bestandteil. Dann ist natürlich noch die Frage, wie hoch sollte so eine globale Mindeststeuer sein? Im Moment sind 15% das, was da als untere Basis eingezogen werden soll. Da würde ich sagen, das müsste man erhöhen. Aber es ist auf jeden Fall ein erster riesiger Schritt und wird aus meiner Sicht dazu führen, dass wir das, was wir jetzt im Moment sehen, so als Steuersystem nicht mehr Bestand haben wird. Wir können auch innerhalb von Europa noch mehr tun dafür, dass sich diese Praxen nicht mehr so genutzt werden, indem wir zum Beispiel, das wäre jetzt einmal ein erster kleiner Schritt, festlegen, dass Unternehmen auch immer veröffentlichen müssen, was sie in welchem Land an Steuern zahlen, damit man einfach sieht, wie groß da die Ungleichheiten sind und auch offenlegen müssen, wenn sie irgendwelche seltsamen Praktiken verwenden, einfach damit man dann in der öffentlichen Diskussion die Möglichkeit hat, politisch weiterzugehen und diese Schlupflöcher zu schließen. Ja, danke Andreas. Jetzt Leon, darfst du dir würfeln. Die 6. Oh, jetzt greift er wo. Jetzt werde ich über 100. Ja, genau, das konnte passieren. Aus dem Bereich Rente. Das Renteneintrittsalter wurde Mitte der 2000er unter starken Protest der Gewerkschaften von 65 auf 67 Jahre erhöht. Können Sie versprechen, dass Sie als Vertreter der Region und Ihrer gesamten Partei einer weiteren Erhöhung des Renteneintrittsalters in der kommenden Legislaturperiode unter keinen Umständen im Bundestag zustimmen werden? Ja, ich möchte an dem jetzigen Grenze festhalten. Und was aber schon passieren sollte, ist, dass wir uns angucken, wie wir damit umgehen, wenn Leute länger arbeiten wollen, aber auch, was wirklich mit den Menschen ist, die gar nicht so lange arbeiten können. Also, dass wir in beide Richtungen nochmal im System nachbessern, dass wir Abschläge nicht ganz so oder abschmelzen oder gar nicht haben, wenn jemand auch krankheitsbedingt früher aufhören muss, wenn es einfach nicht mehr geht. Und aber gleichzeitig es flexibilisieren, dass wenn jemand sagt, okay, ich will noch 3 Jahre machen, dass das leichter geht und auch leichter möglich ist und auch aktiv befördert wird. Also in beide Richtungen, denn es ist nun mal so, dass nicht jeder Beruf gleich ist. Und ich glaube, diese Flexibilität müssen wir schon nochmal angucken, dass wir da nachbessern. Aber prinzipiell will ich nicht von den 67 abrücken. Danke dir für die Antwort. Jetzt kommen wir zum Nikolas. Jetzt schauen wir mal dein Würfelglück. Ob du wieder einen Wanser hast. Ein Dreier. Das waren zwei. Genau, du steigerst dich, ja genau. Die Publikumsfrage und eine Vito. Ja. Ja, ich habe eine Frage an dich und zwar, wie siehst du das mit der Klimagerechtigkeit und dem ÖPNV? Also, eine ganz große Forderung ist ja weg von dem Individualverkehr. Es ist mir im Moment wurscht, ob es ein E-Auto, ein Wasserstoffauto oder ein Verbrennermotorauto ist. Ein neues Auto kostet wahnsinnig Ressourcen. Als Gewerkschafterin muss ich dazu sagen, bin ich natürlich für neue Autos, weil das schafft Arbeitsplätze. Aber wenn ich ein bisschen weiter denke, sind es tote Arbeitsplätze in Anführungsstrichen. Ich finde, wir müssten viel, viel mehr rein in öffentlichen Nahverkehr oder auch öffentlichen Fernverkehr, Bundesbahnförderung, weil nur das schafft einen wirklich Einstieg in eine bessere Klimasituation oder für die Klimagerechtigkeit. Wie stehst du dazu? Grundsätzlich ganz ähnlich wie die Fragestellerin. Es ist auch so, nochmal zu den E-Autos ganz kurz, ich sehe auch nicht jetzt die Möglichkeit, dass alle Menschen, die noch nicht mit Bus und Bahn so verbunden sind, wie es sein sollte, jetzt sich so ein E-Auto kaufen. Wir kennen die Preise und wir sollten auch aus meiner Sicht nicht hier Unternehmen auch noch subventionieren. Es geht, wie du schon gesagt hast, es geht um den ÖPNV, es geht darum, dass der ausgebaut wird, aber nicht nur ausgebaut wird, sondern es geht ja auch um die Fahrpreise, um die Ticketpreise. Das heißt, aus unserer Sicht ist es so, langfristig gesehen sollte es kostenfrei, kostenlos sein. Also keine Gebühr für die Menschen, die es benutzen.
Aber wir wissen natürlich auch, das dauert, da muss Infrastruktur geschaffen werden, da muss die Finanzierung gesichert werden. Und wir sagen, bis das gesichert ist, sollten erstmal zumindest Kinder, Jugendliche, Seniorinnen, Senioren, sollten erstmal kostenlos den ÖPNV nutzen können. Und was es auch braucht, der ländliche Raum ist ja vor allem betroffen. Das sind ja die Leute, die nicht den Bus so benutzen können, wie wir vielleicht in der Stadt. Und im ländlichen Raum haben wir im Programm stehen eben eine Mobilitätsgarantie. Das heißt jetzt nicht, dass es immer ein Bus sein muss. Es kann ja auch ein Ruftaxi, sonst irgendwas sein. Aber die Leute müssen die Möglichkeit haben, in die Stadt zu kommen. Und deswegen, also ÖPNV ist zentral bei der Frage der Klimagerechtigkeit. Und ich füge hinzu, ein ÖPNV, der bezahlbar ist, beziehungsweise auf lange Sicht kostenfrei. Jo, danke dir. Jetzt kommen wir nochmal zum Würfeln. Erich, du bist dran. Und dann würde ich vorschlagen, dass das die letzte Runde ist. Weil von der Zeit her sind wir 6. Oh, jetzt überholt. Soziales. Ist Armut in der Region ein Problem? Wenn ja, wie wollen Sie diese bekämpfen? Wenn nein, wieso nicht? Armut ist in jeder Region ein Thema. Und wir merken, gerade wenn wir einfach den Lebensunterhalt anschauen und wenn wir natürlich sehen, welchen Zulauf hier die Tafeln auch haben, dass wir hier zwar ein ordentliches Netz geschaffen haben, aber das hat nicht die Politik gemacht, sondern das sind die Ehrenamtlichen. Das sind diejenigen, die hier geprägt sind, natürlich von Nächstenliebe und von Hilfsbereitschaft. Und auch hier muss man ganz klar sagen, ein großes Dankeschön. Und ich glaube, dass das Thema Armut, und ich habe ja ursprünglich bei der Firma Tengelmann und Kaiser eine Ausbildung gemacht, und ich weiß, dass natürlich im Einzelhandel und im Handel viele Lebensmittel leider jetzt weggeworfen werden müssen, weil sie das nicht hergeben dürfen, weil sie es sonst nicht abschreiben können. Diese Situation muss sich ändern, und das muss man auf jeden Fall auf die Piste bringen, dass hier Einzelhandelsgeschäfte ihre Waren nicht vernichten müssen, sondern dass man das die Tafeln und dergleichen geben kann. Das ist aber nicht der Ursprung des Problems. Der Ursprung des Problems ist für mich, dass wir ein Bildungsniveau brauchen, das jedem Menschen die Möglichkeit gibt, hier eine Ausbildung zu machen, weil wir werden jeden einzelnen Menschen auch brauchen. Und ich erwähne nochmal den Behindertenbereich auch. Und wir reden hier nicht nur von körperlicher Behinderung, sondern wir reden auch von geistiger Behinderung. Menschen mit Behinderung brauchen eine Tagesstruktur. Und deshalb müssen sie auch hier mit eingebunden werden. Und da gibt es viele gute Organisationen, ob das jetzt die Lebenshilfe ist, ob das Diakonie, wie sie alle heißen. Also hier hat man, ich möchte nicht sagen Nachholbedarf, man ist ja ordentlich unterwegs, aber ein Ausbau ist notwendig. Und ich glaube auch, dass wir durch ordentliche Löhne und Gehälter natürlich Altersarmut auch vermeiden. Weil wenn ich dementsprechend einzahle, dann kann ich dementsprechend eine Rente erhalten. Das ist unser Lebensentwurf durch Beschäftigung. Ja, danke. Danke, Erich. Oh, gleich zwei Vetokarten. Jetzt wird es interessant. Also, ich glaube, Andreas war hier, aber war fast gleich, oder? Jawohl. Andreas als Erster und dann der Nikolas. Ich sage, wir müssten vielleicht jedem 10 Vetokarten geben am Anfang, oder? Ja, klappt doch ganz gut. Ja. Ja, ich wollte Einspruch erheben, weil der Elsdorfer zwar jetzt mit der Tafel und der Diakonie und der Caritas und so viele sehr wichtige Akteure genannt hat, aber so den aus meiner Sicht doch noch größeren Bestandteil, den man bräuchte, um Armut zu bekämpfen, ausgeklammert ist, hat. Und das ist einfach der Sozialstaat, den wir haben. Und die Armut kommt ja unter anderem deswegen zustande, zum einen natürlich wegen der geringen Löhne, die teilweise gezahlt wird, haben wir vorher schon diskutiert, aber eben auch, weil das, was wir als Grundsicherung haben, ja, Hartz IV, Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, weil das nicht ausreicht, um nicht in Armut leben zu müssen. Ja. Und da, glaube ich, müssen wir in Zukunft ganz grundlegend das ändern und zum Beispiel bei der Grundsicherung die Höhe der Regelsätze, also das, was man bekommt, wenn man in Grundsicherung fällt, komplett neu berechnen, um eben eine armutsfeste Grundsicherung zu schaffen. Ja, da werden im Moment werden da wirklich alle Stellschrauben genutzt, um diesen Satz möglichst gering zu halten. Und das würde ich gerne ändern, damit man eben auch, wenn man in Grundsicherung fällt, da nicht
zur Tafel laufen muss, weil man es einfach vom finanziell nicht hinbekommt. Das ist mir ein Grundanliegen und ich glaube tatsächlich, da dürfen wir uns in der Bundespolitik nicht vor der Verantwortung drücken. Danke, Andreas. Jetzt kommt der Nikolaus mit der nächsten Vetokarte. Ja, zunächst zu dem, was Erich Ilstorfer gesagt hat. Natürlich sind wir den Ehrenamtlichen dankbar, die bei der Tafel stehen und an bedürftige Menschen was verteilen, das, was eben woanders übrig geblieben ist. Aber es ist aus meiner Sicht ist es eben einer der größten Skandale in unserem Land, dass in einem der reichsten Länder der Erde die Leute da überhaupt Schlange stehen müssen. So, und jetzt ist die Frage, der Andreas hat es ja schon gesagt, was ist die Ursache dieses Übels? Ist der Abbau des Sozialstaats. So, jetzt sind aber hier die zwei Vertreter der Regierungsparteien, beziehungsweise auch ein Vertreter der SPD, die eben dieses System erst eingeführt hat. Und natürlich ist es schön und gut, dass es jetzt im SPD-Programm anders steht und dass Leute wie der Andreas das auch anders sehen. Aber wir sehen immer, wenn es dann hart auf hart kommt, wenn der Koalitionsvertrag kommt, wenn die Entscheidungen kommen, dann wird eher da gespart, wo es eben die Ärmsten der Armen trifft. Wir sehen es leider in den vergangenen Jahrzehnten, egal wer regiert hat. Und ich finde schon, die Hartz IV, man muss auch sehen, wie die Regelsätze zustande kommen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja schon einige Male eingemischt. Es ist immer noch nicht zufriedenstellend gemacht worden. Und vor allem, was auch aus meiner Sicht ein zentrales Problem ist, ist, dass ein 30-jähriger gesunder Mann genauso behandelt wird wie eine, sagen wir mal, 80-jährige oder 60-jährige Frau. Die haben die gleichen Bedarfe laut diesem Regelsatz. Sie bekommen den gleichen Regelsatz, haben aber eigentlich ganz andere Anforderungen. Und ich finde, da muss einfach nachgebessert werden. Wir wissen es, aber es ist bisher leider nicht passiert, auch wenn immer wieder in Programmen das schön drinsteht. Sobald es dann umgesetzt werden soll, ist es leider nicht so. Und ich finde, da braucht es endlich mal eine progressive Regierung, die das wirklich an der Wurzel anpackt. Ja, danke, Nikolas. Jetzt, Andreas. Die vier. Aus dem Bereich Umwelt. Angesichts von Klimawandel, Verkehrswachstum, demografischem Wandel und Ressourcenknappheit ist eine sozial-ökologische Verkehrswende notwendig. Das Verkehrssystem weiterzuentwickeln ist eine politische Gestaltungsaufgabe. Was ist Ihr Vorschlag für diese Region? Ich denke tatsächlich, anknüpfend an die Diskussion, die wir vorher ja schon hatten, dass wir auf jeden Fall eine Bewegung in Richtung öffentlichen Nahverkehr brauchen. Ja, einfach um die Verkehrsflüsse, die wir auch in der Region haben, man Stau auf der Autobahn kennt, glaube ich, jeder hier sehr gut, dass wir da andere Lösungen brauchen. Ja. Und das geht nur, indem wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, schauen, dass wir das Angebot so gut machen, dass er tatsächlich attraktiv ist. Da gehört zum einen eben dazu, dass man schnell und unkompliziert von A nach B kommt. Da gehört aber sicher auch dazu, eben, dass er von den Fahrpreisen her mithalten kann, was leider nicht immer der Fall ist. So bekommen wir das Verkehrsproblem insgesamt in den Griff. Man muss aber schon auch sagen, dass das in dem ländlichen Raum, in dem wir uns ja hier bewegen, nicht überall die Lösung sein wird. Ja, weil auch ein Bus muss mit irgendwelchen Energie betrieben werden. Das heißt, wenn der über die Dörfer fährt und quasi leer ist, dann verbraucht er eventuell mehr Energie und Rohstoffe, als wir hätten, wenn wir auf dem Land vernünftig weiterhin klimafreundliche Individualmobilität aufrechterhalten teilweise. Ja. Ich glaube, da brauchen wir eine Kombination aus Lösungen, sodass wir eben, wir haben auch die Mobilitätsgarantie im Wahlprogramm, dass wir eben es schaffen, allen Menschen ein Angebot zu machen am öffentlichen Nahverkehr, aber mit der individuellen Mobilität die Punkte noch abdecken, wo der ÖPNV eben schlecht hinkommt. Ja, danke Andreas. Jetzt der Leon zum Würfeln dran. Oh, eins. Jetzt hängt er aber hinterm Erich hinterher. Ja, aus dem Bereich Gesundheit. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Berufe im Gesundheitswesen sind. Klatschen allein reicht aber nicht.
Was kann der Gesetzgeber tun, um diese Berufe zu stärken? Ja, ich glaube, also mir fallen sofort drei Dinge ein. Einmal eben durch die Digitalisierung, dass man bürokratische Hürden abbaut, die die Pflegekräfte im täglichen, in ihrer täglichen Arbeit noch zusätzlich haben. Dann die Reduzierung der Wochenarbeitszeit. Es ist, glaube ich, generell geboten, darüber nachzudenken, ob 40 Stunden noch der State of the Art sozusagen ist für unsere Gesellschaft. Aber für in unserem Wahlprogramm zum Beispiel steht drin, dass für Pflegerinnen wir die 35-Stunden-Woche schon jetzt einführen würden gerne, um eben da Entlastung zu schaffen. Und dann ist es ganz wichtig, dass man das ganze Setting deutlich attraktiver gestaltet, auch um genügend Nachwuchskräfte zu finden. Da gehört zum Beispiel hinzu, dass man eine Aufstiegsperspektive hat, dass man aber auch flexibel ist und dass die Löhne, wir haben diese kleine Reform, die kleine Pflegereform gehabt, aber es ginge wahrscheinlich auch noch mehr Verbindlichkeit von Tarifverträgen und so weiter. Ja. Jo, danke, Leon. Jetzt kommen wir zum Nikolaus als letzten Würfler. Und ich darf schon sagen, er ist nach wie vor Letzter, gell? Und wird es auch bleiben, trotz der 6. Kommen wir zum Thema Transformation. Wenn es um Transformation geht, ist ein wichtiges Instrument die Weiterbildung von Beschäftigten. Wie wollen Sie und Ihre Partei Weiterbildung in und außerhalb der Betriebe stärken? Also das ist ein zentrales Thema, es wurde ja schon angesprochen, wenn wir sehen, dass eben durch die Bekämpfung des Klimawandels in einigen Bereichen vielleicht Arbeitsplätze wegfallen werden, aber in anderen Bereichen wieder hinzukommen, dann müssen wir schauen, dass wir möglichst diejenigen, die ihren Job eben verlieren, da reinbringen, wo eben die neuen Jobs entstehen. Und wie machen wir das? Beispielsweise eben durch eine Weiterbildungsgarantie. Aber grundsätzlich muss man sehr viel Geld in die Hand nehmen. Ich meine, das sollte eigentlich allen klar sein. Der Staat muss hier einen Fonds auflegen, einen Transformationsfonds, wo eben Geld drin ist, der beispielsweise in die neuen Jobs, klimaneutrale Jobs mit Tarifvertrag. Und da ist eben auch die Weiterbildung enthalten. Also Weiterbildung ist zentral, wenn man im Erwerbsleben steht. Wir brauchen hier die Möglichkeit, dass Beschäftigte Weiterbildungen machen können, wenn sie das wollen. Und natürlich auch, wie gesagt, im Bereich der Transformation besonders, weil es ja hier darauf ankommt, wie wir nachhaltig und langfristig unsere Wirtschaft umbauen, ohne dass wir die Beschäftigten zurücklassen. Und daher Weiterbildung zentral. Jo, danke, Nikolaus. Ja, wir sind am Ende angelangt. Das war eine sehr schöne und also eine gute Gesprächsrunde, wo die Fragen der Gewerkschaften von dem einen oder anderen mehr oder weniger beantwortet sind, je nachdem, welcher Partei oder Gesinnung ihr angehört. Jetzt hätte ich heute noch zum Schluss eine Frage. Dann fange ich wieder beim Erich an. Mit wem würdest du am liebsten nach Berlin fahren? Von diesen Kandidaten? Also Politik, allein ist, wahrscheinlich. Politik ist kein Wunschkonzert. Das ist einmal das Erste. Ich schätze das so ein, dass wir jetzt im Wahlkampf sind und es hat alles seine Zeit. Und jetzt ist die Zeit des Kämpfens und deshalb kämpfen wir um Verantwortung und Zustimmung. Und deshalb ist diese Zeit jetzt nicht geeignet, schon den nächsten Schritt zu machen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir unsere Ergebnisse einfahren und da tun wir alles dazu. Und dann kommt die Zeit, wenn man das Ergebnis hat, dass man sagt, ja, mit wem möchte man vielleicht koalieren. Der Wähler hat das Wort und auf dieses Wort bauen wir natürlich. Und von daher werden wir sagen, was wir wollen. Das haben wir heute auch da. Und dann schauen wir, wie er entscheidet. Das kann ich nicht beeinflussen. Alles klar, Jägerl. Dieselbe Frage geht natürlich auch an den Andreas. Mit wem würdest du am liebsten nach Berlin fahren? Also ich nehme die Frage jetzt mal ein bisschen wörtlicher. Ich glaube, ich würde mit Leon und Nico am liebsten nach Berlin fahren, weil wir uns da... Du hast noch genügend Platz im Zug, oder? Dazu gebe ich keinen Kommentar ab, weil wir, glaube ich, uns sehr gut verstehen und gut drüber austauschen können mit den unterschiedlichen Perspektiven, die wir politisch einbringen, aber glaube ich doch eine sehr ähnliche Zielrichtung haben und das, glaube ich, könnte man da gut vertiefen. Ich hoffe natürlich, politisch müssen wir schauen, wie der Wahlkampf ausgeht, aber da glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und wenn wir zu dritt dann nach Berlin fahren würden, das glaube ich, wäre eine gute Lösung, sowohl
hier für den Wahlkreis als auch insgesamt. Ja, danke. Desinfizieren, ja genau. Dieselbe Frage geht natürlich auch an dich, Leo. Mit wem würdest du am liebsten nach Berlin fahren? Also ich mache 10 Jahre jetzt Kommunalpolitik und ich muss sagen, dass persönlich dieser Wettbewerb für das Bundestagsmandat sehr super läuft. Also persönlich, glaube ich, kann man mit allen im Zug nach Berlin fahren. Aber auch ich würde antworten, dass ich gerne für die nächste Bundesregierung eine progressive, veränderungswillige Regierung hätte und auch gerne mit dem Andreas und Nikolas fahren würde. Ja. Ja, Nikolas, was sagst du dazu? Also rein politisch, klar, haben wir mehr Gemeinsamkeiten, aber ich würde jetzt tatsächlich mal mit dem Erich fahren, gell? Weil es geht ja nicht ums Koalieren, wir wollen ja diskutieren. Und ich habe halt gemerkt, ich glaube, mit ihm kann man gut diskutieren und vielleicht trinkt man noch ein Bier dazu. Ja, genau. Alles klar. Ja, dann nochmal recht herzlichen Dank für die offenen Worte. Auch am Schluss, und ich darf auch nun bitten, an Robert Huber ans Mikrofon, der das Schlusswort übernimmt, weil eben auch Schrobenhausen zu unserem Wahlbezirk gehört und der DGB Schrobenhausen auch ein Teil dieser Organisation ist, für die wir heute die Podiumsdiskussion veranstaltet haben. Lieber Robert, du hast das Schlusswort. Ich habe heute 2 Mützen dabei. Ich habe jetzt zuerst die Mütze auf DGB. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei den DGB-Kollegen von der Regionsgeschäftsstelle und von Pfaffenhofen bedanken, dass sie die Veranstaltung vorbereitet haben und durchgeführt haben. Sie haben gezeigt, dass sie sowohl Digitalisierung können und sie haben gezeigt, dass sie auch Veranstaltungen Corona-konform durchführen können. Und jetzt möchte ich die Mütze kurz wechseln. Ich bin seit über 20 Jahren Bediensteter beim Bayerischen Landeskriminalamt und damit Mitglied in der Gewerkschaft der Polizei. Und da möchte ich auch jetzt noch etwas dazu sagen. Meine Kollegen auf der Straße, das sind immer die, die als erstes es zu spüren bekommen, wenn die Gesellschaft gespalten wird. Das sind diejenigen, die neben den ehrenamtlichen und den sozialen Bereichen die Probleme der Gesellschaft ausbaden. Und wenn ich jetzt feststelle, dass viele Leute sagen, die da oben, die in Berlin, die sind alle gleich. Nein, sind sie nicht. Das hat die Veranstaltung heute gezeigt. Das sind ganz verschiedene Menschen, die haben ganz verschiedene Ideen. Und damit möchte ich den Wunsch oder die Hausaufgabe verbinden, geht zum Wählen. Das ist ein großes Angebot. Demokratie ist anstrengend, aber ihr müsst das nicht alleine entscheiden. Es gibt Hilfsmittel, bleiben wir bei der Digitalisierung, Wahl-O-Mat. Es gibt Wahlprüfsteine vom DGB, von Parents for Future und wie die Organisationen alle heißen. Man kann sich informieren. Da kann man ganz genau sehen, dass die nicht alle gleich sind. Und bei diesem großen Angebot, wenn da jemand sagt, er findet nichts, das glaube ich ihm nicht. Und es wäre ganz fatal, wenn wir im politischen Leben, in der politischen Gesellschaft dahin kommen, dass wir so ähnlich wie beim Sport 80 Millionen Bundestrainer haben und die Fußballvereine haben Schwierigkeiten, Nachwuchsmannschaften auf den Rasen zu schicken. Und das Zweite, worum ich eindringlich bitte, schaut euch an, wo ihr das Kreuz macht. Bei diesem Angebot, da sind Angebote dabei, die verstehen nicht das, was wir unter Demokratie, die verstehen nicht das, was wir unter Freiheit, die haben ein ganz anderes Verständnis von Solidarität. Da sind Angebote dabei, die werden vom Verfassungsschutz überwacht. Und die werden zu Recht vom Verfassungsschutz überwacht. Und daher
nochmal die Bitte, geht zum Wählen, aber macht nicht das Kreuz dort, wo Gewerkschaftsmitglieder sagen, nein, da wirklich nicht. Ja, danke, lieber Robert, für die Schlusswort.